Ein freudiges Grunzen erwartet Wanderer derzeit auf der Alpe Obermölz. Sie ist eine der insgesamt 50 Alpen, auf denen sich das Ländle-Alpschwein in diesem Sommer wohlfühlt. Bei genügend Dreck fürs schweinische Wühlvergnügen und natürlich bestem Futter. Sie kriegen den Rest vom Senna, die Molke eigentlich. Das Fressen haben sie eigentlich auch jederzeit und immer. Zusätzlich zu der Molke kriegen sie ein abgestimmtes Alpschweinemehl. Was auch ganz wichtig ist, sie haben Auslauf. Der macht natürlich, das ist natürlich das Wichtigste vom Ganzen. Und wir tun ihnen gegen Ende Sommer noch so einen Streit zu füttern, wo ein bisschen rohe Faser ist, wo sie etwas zum Kauen haben, dass das Fleisch dann gegen Ende Sommer nicht so wässrig ist. Rund 28 Alpschweine tummeln sich auf der Alpe Obermölz. Für die Elpler selbst sowie auch für die Wanderer ein wahres Vergnügen. Also das Witzigste ist dann zum Zuschauer, wenn sie dann einmal umeinander springen. Sie haben einen relativ großen Auslauf, Bedestelle, und dann gegen Abend werden sie die meistens ein bisschen überdreht. Wenn sie zu nah weg ist, ist es nicht mehr so heiß. Und dann springen sie umeinander, dann sieht man dann richtig, wie die Ohrschweine, die Öhrle ein bisschen umeinander wackeln. Und das ist das Schöne zum Zuschauen, ja. Das ist das richtig Schöne. Da sieht man dann wirklich, wie gut dass man, wie sie es haben und dass eigentlich wirklich nichts abgeht. Bis September können die Schweine ganz Schwein sein. Dann heißt es ab zum Metzger. Vorher genießen sie jedoch ein schönes Leben, von welchem Mastschweine in ihren dunklen Ställen nur träumen können. Alpschwein kann man jederzeit anschauen. Man kann sich auch ein bestimmtes, es gibt die Möglichkeit, ein Alpschwein als Pate zu nehmen. Den kann man sich natürlich auch das bestimmte Schwein aussuchen. Die werden dann geschlachtet und die kann man dann beim jeweiligen Ländle-Metzger kann man die dann abholen. Und kommt das Alpschwein schlussendlich auf den Tisch, ist Genuss pur angesagt. Also das Besondere an dem Fleisch ist, es hat nicht so viel Fett. Und das ganz Gute ist, die Schnitzel bleiben groß, sie werden nicht klein. Und das ist echt so. Also ich habe das getestet, haben nämlich ein Schweineschnitzel gekauft und eins habe ich von da davon. Wir nehmen natürlich auch immer ein Schwein davon, klar. Und also es ist wirklich so, die Schnitzel bleiben groß. Das Fleisch ist richtig ein schönes, ein zartes, mageres Fleisch. Hat nicht ideal einen halben Zentimeter Fett, sieht man so im Durchschnitt. Und das hat das Fleisch. Und das ist wirklich schon ein Genuss. Das Ländle-Alpschwein ist übrigens ab Mittwoch, den 5. September, in den Ländle-Metzgereien, natürlich, solange der Vorrat reicht, erhältlich.